Herzlich willkommen bei unserem ersten iOS Games Video. Wir testen Minigore. Minigore ist von Chillingo. Es geht um einen durchgedrehten Kerl, der irgendwo auftaucht und er weiß nicht, was er machen soll. Ein bisschen frustriert das Ganze. Aber die App kostet 79 Cent und sie ist ziemlich gut. Man kann App-Inkäufe kaufen, die ziemlich teuer sind im Verhältnis, aber eigentlich lohnt sich das, weil das gute Charaktere sind und ich habe ja schon alle gekauft, das werdet ihr gleich sehen. Ich werde sie jetzt schließen, die App, und neu starten, damit ihr den Anfang seht. Jetzt drücke ich auf Play. Und jetzt kann ich die Charaktere auswählen. Ich wähle den Pinguin Mob, weil der am stärksten ist. Das ist einer, den kann man nur mit Kills kaufen. Also man kann sich Kills verdienen, aber die restlichen habe ich mir schon verdient. Mir fehlt nur noch so ein Weihnachtsmann und dieser Granatenwerfer. Das sind die besten, aber ich wähle jetzt den Pinguin Mob. Und ich wähle Survival. Es gibt Survival und Survival. Eins ist im Schnee, eins ist im Wald. Ich würde Auto-Aim anschalten, weil es ist sehr erleichtert. Es gibt Normal, Expert und Insane. Ganz links gibt es ein Kreuz, wenn man sich da drauf stellt für längere Zeit, für so 3, 4 Sekunden. Dann kommt ein Totenkopf runter, den kann man dann benutzen. Ich werde da jetzt sofort hinlaufen. Seht ihr? Und jetzt gleich kommt der Totenkopf runter. Ich werde ihn jetzt einsammeln und jetzt geht's los. Ich werde mich jetzt nicht wahnsinnig anstrengen, weil es auf meinem iPod ist und also das Highscore auf meinem iPhone ist 4003 Kills oder so. Aber hier werde ich mich jetzt nicht so anstrengen. Man kann Pinguine einsammeln und verlieren, je nachdem. Man kann Kleeblätter einsammeln, die bringt's voll, weil man nach 3 Kleeblättern so ein Monster wird. Das ist sehr komisch, aber auch sehr geil. Man kann auch am Anfang Pinguine einsammeln, wie ihr gerade gesehen habt. Und an eurer Stelle, wenn ihr anfängt, würde ich erstmal Insane nehmen. Das ist eigentlich das Beste, da kriegt man am meisten Kills. Und am besten ist immer weglaufen und gleichzeitig zu schießen, aber man muss Auto-Aim. Wenn man Dual Joystick spielt, dann ist das etwas schwieriger, aber es lässt sich machen. Auf jeden Fall ist mit Auto-Aim ist sehr erleichtert. Game Center-Erfolge kriegt man immer, wenn man ja ganz leicht die Sachen kauft. Okay, tschüss. Nächste Podcast wird auf jeden Fall JPEG Joyride. Ne? Klar. Okay, auf Wiedersehen. Das waren die Screenshots und bis zum nächsten Mal.